Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 31 und wir stehen auf Rang 1 mit 281 Siegpunkten. Und wir haben den ersten Tag dieses Krieges abgeschlossen und wie ihr sehen könnt, haben wir ein paar Provinzen verloren, drei insgesamt, die ja bereits geplant waren, verloren zu werden. Aber wir sind schon jetzt wieder unterwegs und schlagen gerade zurück und wir haben bereits die ersten Siege zu vermelden. Denn unsere Bomber sind die ganze Nacht und den ganzen Tag geflogen und haben verschiedene Ziele von Griechenland angegriffen. Und das lief soweit für uns wirklich gut. Wir haben eine Arti und 5000 Truppen aus ihrer 35. Arti-Division zerstört. Sowie eine weitere Verstärkungs-Arti, die gerade auf dem Weg war, haben wir vor wenigen Minuten angegriffen und vernichtet. Damit bereits zwei ihrer Artis zerstört und damit auch das Spielfeld gelevelt. Das heißt, die haben gerade 28 Artis in der Region, wir haben 27. Dafür haben wir einen großen Vorteil an schweren Fahrzeugen, Panzern, Panzerwagen und auch einen großen Infanterievorteil und haben damit ihre Truppen wieder zum Rückzug gezwungen. Mein Ziel ist es nicht, sie jetzt schon direkt anzugreifen. Ich werde die Entscheidungsschlacht noch vertagen. Wir haben es gerade wirklich nicht eilig. Das läuft alles für uns gut. Wir haben ja mehr Produktion als sie. Wir haben bessere Allies als sie. Wir haben es also nicht eilig. Und dementsprechend werden wir jetzt die Provinz zurückerobern und uns dann erstmal die Verteidigung von Neuabrisk kümmern, das hier oben verteidigen, Verstärkungen schicken. Bereits unterwegs sind schon welche hier, die 5. Infanterieeinheit aus dem Westen und aus dem Osten, Verzeihung. Und diese Artis werden dann diese angreifenden Truppen hier, vor allem die 22. Panzerwagen-Einheit, angreifen und dann hoffentlich vernichten. Wir haben auch viele Fortschritte gemacht, was Spionage angeht und wir haben auch sehr spannende Dinge herausgefunden. Wir haben ja bereits erwartet, dass es hier Kooperationen gibt und jetzt haben wir dafür noch mehr Bestätigung. Wir scrollen mal ganz kurz runter und sehen eine abgefangene Depesche aus Griechenland, die hier an Dark Horse ging. Das ist hier in Algerien. Und eine weitere Depesche, die an die Türkei ging, an das Osmanische Reich. Und hier sagt man, to fight Japan, we need the help of your coalition. Und your coalition, das ist die Afrika-Koalition mit dem Osmanischen Reich, mit Algerien, Mosambik, mit Madagaskar und mit Zimbabwe. Und das bestätigt jetzt noch weiter, dass eben hier eine Kooperation besteht und wir uns darauf gefasst machen müssen, hier mit allen Krieg führen zu müssen. Eine gute Nachricht gibt es aus Europa. Österreich wurde quasi vollständig besiegt. Sie sind AFK, sie haben das Spiel verlassen, denn ihre Armeen wurden geschlagen, sie haben die Schlachten um Grönland, Newfoundland, Island, Schottland, Irland verloren, sie haben ihre Truppen zum größten Teil verloren hier in Marokko im Kampf darum und dementsprechend sind sie AFK. Sie haben zwar noch Bomber und die sind auch aktiv jetzt dank der KI, aber ansonsten ist Österreich raus, das war ja zu hoffen und das hat jetzt endlich geklappt. Aber das ist natürlich für uns nicht wirklich irgendwie hilfreich, denn wir kämpfen ja aktuell nur gegen Griechenland. Aber das Osmanische Reich baut hier krass auf. Sie haben jetzt erstmal ihre Truppen abgezogen, aber sie haben hier große Armeen immer noch in den Grenzgebieten drin und sie haben weitere Truppen geschickt. Und das Gute für uns ist, sie haben nicht wirklich viel schweres Gerät. Sie haben hier mehrere hunderttausend Truppen Infanterie, aber kaum Artis. Und das ist für uns hier in Kashgar gar nicht so gefährlich. Wir stehen ganz gut da, wir bauen hier Festungen aus und unser philippinischer Ally wird uns da unterstützen. Wir haben bereits angefragt nach der Bildung einer gemeinsamen Taskforce für das Osmanische Reich. Wir werden ihn gemeinsam uns an der Grenze aufstellen. Sie würden auch eingreifen, sollten sie uns angreifen. Das heißt, wir sind hier erstmal gesichert. Und sobald sie hier mit Indien fertig sind, werden sie auch mehr Kapazitäten frei haben, um uns zu helfen, auch im Norden im Notfall. Und dementsprechend wird ein Angriff aus dem Osmanischen Reich hier keinen großen Unterschied machen. Für Griechenland ist die Lage jetzt damit äußerst kritisch. Sie haben aber durchaus ein sehr starkes Militär und sind mit Abstand die beste Person statwise, was es hier in der Runde, was die Runde angeht. Wir haben bessere Stats, klar, aber sie haben die zweitbesten. Sie sind ein hohes Level, haben schon viel Spielerfahrung, haben mehrere Runden gewonnen, haben an sich gute Stats. Da kann man nichts sagen und die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Und das merkt man hier auch. Sie spielen hier sehr vorsichtig, sie riskieren nicht viel. Und sie bauen wirklich sehr gut auf, wenn man ihre Größe bedenkt. Unser Problem war primär, dass wir eben sehr weit aufgeteilt sind. Wir haben ein großes Land mit Truppen, die überall waren. Wir haben noch Krieg geführt gegen Xinjiang. Das heißt, wir konnten eben am ersten Tag nicht direkt irgendwas gegen sie machen. Jetzt aber langsam kommen eben unsere Truppen an und wir werden immer besser darin, uns sie zu verteidigen. Das ist für uns sehr gut. Und ich werde auch mal Omsk aufrüsten mit Festungen. Ich glaube, das können wir uns langsam mal erlauben. Und auch hier würde ich sagen, wir bauen mal Festungen. Wir geben jetzt kein weiteres Land einfach so mehr auf. Das muss nicht sein. Wir brauchen noch ein bisschen Stahl. Den kann man gerne mal nachkaufen. So am besten.
Und wir werden quasi jetzt hier unsere neue Defensivlinie errichten. Also Omsk oder Novosibirsk. Novosibirsk ist die Hauptbasis, Omsk ist eine vorgesetzte Basis. Kolpaschewo und hier oben diese Provinz, das wird unsere Hauptlinie sein, mit eben der Möglichkeit zurückzufallen auf Akyal und auf Krasnojarsk, Gebiete wie diese, Tomsk. Wir können all diese Gebiete noch halten, wir haben Festungen dort, aber die Hauptlinie will ich eben jetzt hier etablieren, um nicht ganz zu viel zu verlieren. Novosibirsk ist aber unser Hauptstützpunkt, den werden wir auf gar keinen Fall verlieren, da würde ich auch einen Last Stand für machen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall sehr stark stehen. Und weitere Truppen kommen heran. Wir haben große Armeen, die bereit sind, jetzt hier zurückzuschlagen. Wir werden morgen ihre Armeen um über 1 Million übertreffen. Wir werden also richtig stark werden. Sie werden da nicht viele Chancen haben. Das Problem ist aber, dass sie ganz gut gebaut haben. Und sie haben auch Flugzeuge, wie man hier sehen kann, 4 Jagdflugzeuge, die jetzt hier meinen Weg abschneiden wollen. Ich kann da auch, glaube ich, nicht mehr vorbeigehen. Ich könnte nicht nach Omsk fliegen, weil das nicht geht. Das heißt, sie werden mich eventuell gleich mal ganz böse abfangen. Sie haben auch eigene Bomber. Davon haben sie einen, aber sie bauen auch weitere, das wissen wir aus den Spionageberichten. Wir schauen mal ganz kurz. Wir sehen, dass sie zum einen viele, viele weitere Kaufaufträge haben, aber sie bauen eben auch hier einen Bomber. Sie bauen eine Arti, noch eine Arti, noch eine Arti, sind 3 Artis. Und noch ein weiteres Jagdflugzeug. Also keine sehr scary Produktion, aber sie bauen eben und auch in Reaktion auf was wir haben. Das heißt, sie werden die nächsten 2 Tage noch ein bisschen nervig sein. Wir können aber bereits auch in 2 bis 3 Tagen ihre Luftwaffe übertreffen. Wir können nämlich jetzt Jagdflugzeuge bauen, das machen wir auch gleich noch alles. Wir sind bereits dabei, eins zu bauen in Kobe. Das ist in 3 Stunden fertig. Sendai und Hiroshima werden noch Bomber herstellen. Hiroshima ist bereits heute fertig. Seoul und Andong bauen Artis. In Bangkok wurde gerade noch eine weitere Arti fertig. Die kommt mal nach Norden. Und dann darf Bangkok auch gleich nochmal ein Jagdflugzeug bauen. Denn da haben wir gerade Bedarf dran. So. Und da muss ich noch kurz schauen, ob man von da auch nach oben kommt. Ich glaube nicht. Fansipan bräuchte dann auch mal ein Flugfeld oder vielleicht mal Hanoi, dass wir da auch hochfliegen können. Ich muss ganz kurz schauen. Ich bräuchte mal ein Flugzeug, um die Reichweite anzuschauen. Nicht so, sondern so und dann so. Wir müssen mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Von hier kommt man nach Hanoi. Von Hanoi käme man nirgends hin. Dann wird mal Deccan noch ein Flugfeld bauen. Und von Deccan müsste man dann aber ohne Probleme nirgendwo hin können. Oh, doof. Dann bauen wir nochmal hier ein Flugfeld. Hier bauen wir schon was anderes. Okay, dann nein. Dann aber hier. Und dann kann man von hier auch da lang fliegen. Oder wir bauen noch hier eins. Oder auch nicht. Ich baue über schon eine Eisenbahn. Wir könnten es vielleicht hier bauen. Und dann kann man auch hier lang fliegen. Wir haben noch kein so gutes Netz, aber wir werden langsam besser. Auch die Eisenbahnen werden ja gebaut. Also langsam wird hier alles deutlich besser. Wir haben jetzt schon wirklich ein bisschen was getan für unser Land. Und ich glaube, wir kommen auch jetzt deutlich besser voran, was viele dieser Dinge angeht. Die Eisenbahnen werden fertig, die Moral steigt, die Hauptstadt ist zentral jetzt in Seinschand und ich glaube, das hilft schon sehr. Hier oben eben, wie gesagt, müssen wir verteidigen. Ich würde hier sogar eine Festung bauen. Oder auch nicht, wir werden nochmal Stahl einkaufen müssen. Aber ich würde sogar eine Festung bauen, denn ich glaube, wir können uns das leisten, das hier zu halten. Wir haben eine kleine Armee hier, die wird da auch aushalten können und dann kommen eben auch in ein paar Stunden hier die Truppen an. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt eben nicht dann hier irgendwie eingekesselt werden, dass sie hier durchbrechen. Das könnte auch passieren. Wir müssen mal noch hier schauen, dass wir hier auch verstärken mit Kräften. Das ist sehr wichtig. Und dass wir eben jetzt noch keine große Schlacht suchen. Und dass wir auch gucken, dass Omsk nicht fällt. Sie haben ja Tumen eingenommen mit der kleinen Taskforce hier drüben, die 43. Armee. Wir haben da auch Truppen zerstört. Wir haben eine Arti und ich glaube 6, 7 Infs zerstört. Das war ganz schön mit den Bombern heute Morgen. Aber wir müssen nur schauen, dass wir da eben jetzt auch noch reagieren können. Das heißt, die Bomber werden eventuell dorthin fliegen. Solange die Jagdflugzeuge nicht aktiv werden, kann ich das machen. Und ihre Truppen da angreifen. Ich werde noch nicht diesen großen Stack bombardieren mit dem Bomber, weil das zu viel Schaden wäre. Das wären viele Einheiten, die würden mich da abschießen. Das heißt, da werde ich erstmal warten. Übrigens derweil ist auch hier unser Ally British Columbia wirklich sehr erfolgreich. Sie rücken weiter vor, haben jetzt Schottland und Russland eingenommen. Die Truppen hier sind auch besiegt, das heißt UK wird gänzlich fallen. Und auch Norwegen ist fast ganz besiegt. Ihre Küstendefensive ist kollabiert. Sie verlieren ihre letzten Artis, die werden alle zerstört gerade und das heißt, hier werden die nächsten Landungen auch heute Nacht dann vonstatten gehen können. Und damit wird Norwegen auch dann bereits besiegt sein. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die Europa-Koalition noch irgendeine Gefahr wird. Griechenland, wie gesagt, sehr fähig, wird aber auch nicht in der Lage sein, irgendwas aufzubauen für den Westen hier. Sie haben da keine Truppen, denn sie müssen dann eben ihre Seite zu uns schwächen, wo wir dann aber vorrücken können. Das heißt, auch Griechenland wird hier langsam aber sicher das Ende finden und so gut die British Columbia spielt,
ist das auch keine Überraschung. Ich muss nur schauen, dass wir noch auf Platz 1 bleiben und aktuell mangelt es uns an Provinzen, die wir erobern können. Da werden sie uns bald überholen und ich weiß nicht, ob Platz 1 überhaupt noch erreichbar sein wird am Ende für uns, weil sie werden eben hier ganz Zentraleuropa einnehmen können. Aber dann ist eben die Frage, was passiert hier in Afrika? Und da haben wir natürlich ein sehr starkes Land, Mosambik, und die sind halt richtig powerful. Und die können noch was machen. Ich bin mir sicher, die werden noch was versuchen. Die sind ja weiter mit in ihrer Koalition hier auch relativ gut dabei. Sie haben hier starke Allies. Sie haben wenig Krieg geführt. Sie haben eine volle Vorbereitungszeit darauf. Die werden auf jeden Fall noch was machen können. Ich schaue mal ganz kurz auf deren Werte, was Militär angeht. Ökonomietechnisch sind sie auf Rang 4, nur das ist relativ wenig. Aber die größten Armeen, sie haben mehr als wir gehabt vor ein paar Tagen. Also das ist schon nicht verkehrt. Dafür, dass sie kleiner sind als wir, ganz schön beeindruckend. Das ist ganz schön beeindruckend. Aber ja, mal schauen. Ich denke, wir machen das hier insgesamt besser. Was ist das ja eigentlich? Britisch Madras, oh ja. Wir machen das hier insgesamt besser. Bombardieren sie die? Die bombardieren... Sie müssen mal aufpassen wegen der Landung hier. Werde ich ihnen gleich mal schreiben. Und hier sind wir auch aktiv aktuell noch. Aber ja, ich denke insgesamt alles ist gut, aber Mosambik, wir müssen aufpassen. Ich will auch schauen, dass sie nicht jetzt hier spontan landen oder so. Müssen wir auch mal gucken, dass da nichts passiert. Denn wir sind ja auch noch aktiv hier unten in Australien. Wir haben jetzt Darwin und Kulumburu und Derby ganz zerstört. Wir haben alle Truppen dort vernichtet. Auch die Flugfelder, auch die Bomber. Ein Bomber ist noch aktiv und operiert hier aus Warburton. Da kommen wir aber erstmal auch nicht hin. Dafür haben wir jetzt zumindest die Küste befreit. Und da kann jetzt hier auch unser philippinischer Ally landen. Und dann sollte hier auch in den nächsten zwei Tagen dieser Krieg enden. Sie haben auch Papua-Neuguinea fast gänzlich eingenommen. Greifen jetzt hier auch New South Wales an. Ist ja auch inaktiv. Und damit ist der Fortschritt hier schon mal sehr schön anzusehen. Wo sind eigentlich die Philippinen hier? Die sind noch nicht wirklich hier oben irgendwo auf Rang 7 hinter Argentinien. Aber sie werden hier sehr schnell vorrücken können. Ich glaube, die Philippinen werden auch noch vor Mexiko enden können. Vielleicht in den Top 4. Ich weiß nicht, ob sie weiterkommen werden, aber es kommt darauf an, ob sie eben es schaffen werden, hier in Afrika zu landen. Wenn sie sich quasi hier alles nehmen können, dann werden die Philippinen noch easy Rang 3 erreichen. Wenn nicht, dann wird es für sie eng werden, nochmal weiter Punkte zu bekommen. Aber es macht ja eh keinen Unterschied, weil die Goldmedaille bekommen wir eh alle für den ersten Rang im Koalitionsranking. Und ich denke, das kann uns auch keiner mehr wegnehmen. Ich glaube, da sind wir inzwischen stark genug. Ich sehe einfach nicht, wie Mosambik das noch irgendwie wirklich drehen will. Wenn sie jetzt ganz Afrika kontrollieren würden, dann kann ich es vielleicht fast schon sehen, weil dann kann man vielleicht, wenn man richtig gut ist, da eine gute Verteidigung etablieren, den Atlantik abweisen und gegen uns dann Krieg führen. Das kann vielleicht klappen, aber jetzt mit dem schnellen Vorrücken hier, schwierig, ne? Also sehe ich bei ihnen nicht so ganz. Aber wir haben ja auch noch ein paar Challenges. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt eben nicht hier einfach inte gegen Griechenland, dass ich einfach hier alle reinrenne und sterbe und alle meine Truppen verliere, dass sie mich nicht stellen können heute Nacht irgendwo. Ich muss schon vorsichtig sein, weil die Gefahr besteht natürlich, dass sie unsere Truppen suchen werden und versuchen werden anzugreifen. Und wir müssen eben aufpassen, dass ihnen das nicht irgendwie gegen uns gelingt, dass sie uns nicht irgendwie erwischen können. Denn ich darf jetzt keine zu hohen Verluste haben. Wir brauchen die Truppen noch. Das ist noch nicht der Endkrieg. Der große finale Krieg, der kommt ja erst noch. Das ist noch gar nicht alles entschieden. Und das Osmanische Reich gibt es ja auch noch, genauso wie Kasachstan, die ja auch aktiv sind. Und die könnten jetzt auch einen ziemlich bösen Einfluss haben. Wenn die angreifen wollten, ich lasse extra Truppen da zum Schutz, aber wenn die angreifen wollen würden, dann könnten sie das tun. Das ist immer so ein bisschen riskant, ne? Weil die könnten ja auch denen noch beitreten. Sind aktiv, bauen zwar jetzt nicht viel, aber haben ein paar Panzerwagen gebaut. Ich hoffe mal, die machen nichts. Wirken soweit aber sehr inaktiv. Trotzdem, ich muss sagen, soweit richtig geile Runde. Definitiv die aktivste und beste Midgame-Runde, die wir je hatten auf der 100er-Karte, außer der Solo-Sieg-Challenge. Das ist richtig cool. Also ich habe hier richtig Bock drauf. Das macht richtig Spaß und ich hoffe euch auch. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was eure Favorite-Serie war. Wir fragen immer wieder mal danach, auch in den Streams, welche Serien den Leuten am besten gefallen haben. Ich muss sagen, meine Favorite-Serie war echt die Solo-Sieg-Challenge. Hat mir echt gefallen. Aber mich würde echt mal interessieren, welche Serie euch am meisten Spaß gemacht hat, soweit von all denen, die wir hatten. Auch die Spezialserien, die wir hatten. Gab ein paar coole dabei. Waren ja alle eigentlich auf ihre eigene Weise sehr spannend. Aber würde mich echt mal interessieren, was eben euch so am meisten Spaß gemacht hat hier von all den Serien, die wir bislang hatten. Und viele werden ja auch noch kommen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.